Herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Ausgabe des Grazer Stadtclub-Gesprächs. Heute vom Pfarrvorplatz der Basilika Maria Trost, die im Hintergrund von uns ist. Und neben mir sitzt unser heutiger Gesprächspartner. Er ist quasi Local Hero, direkt um die Ecke zu Hause. Herzlich willkommen, Martin Ammerhauser. Hallo, danke für die Einladung. Danke dir schon jetzt fürs eifrige Fragen beantworten. Ich habe einige vorbereitet und freue mich auf ein spannendes Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich dich als Legende jetzt bezeichnen soll, gleich im Vorfeld. Ich habe mich dann dagegen entschieden, war mir aber total unsicher, weil auf deiner Habenseite stehen ein paar hundert Spiele für den GAK, steht der Meistertitel, stehen Cupsiege. Hätte ich dich als Legende bezeichnen sollen? Ich habe noch nie gegoogelt, was eine Legende ist. Wahrscheinlich ein bisschen älter als andere aktive Kicker. Von dem her würde es passen, aber Legende, glaube ich, hat immer damit was zu tun, dass man Besonderes erreicht hat. Und ich weiß nicht, wie besonders die Sachen waren, die ich für den GAK leisten habe dürfen. Aber da gibt es sicher noch mehr, die sich das noch mehr verdienen. Was waren denn so die Erfolge, auf die du ganz persönlich am meisten stolz bist in deiner Karriere? Am meisten stolz sind natürlich für einen Sportler, wenn man erfolgreich ist und wenn man Sachen gewinnt, die man sich vorgenommen hat oder die man sich vornimmt. Und das war eben mit Salzburg und GAK eigentlich die zwei Vereine, wo ich gespielt habe, wo wir eigentlich immer sehr erfolgreich waren. Mhm. Es hat, glaube ich, keine einzige Saison gegeben, dass wir nicht international waren. Wir haben beim GAK und in Salzburg Meistertitel gefeiert. Also es waren die Sachen, die man sich vornimmt und dann erreicht, das ist dann schon eigentlich was Großes. Und wenn es längerfristige Ziele sind, dass man sie am Anfang von einer Saison vornimmt, unser Ziel ist, in den UEFA Cup zu kommen oder Meister zu werden, müssen natürlich die kleinen Ziele oder die kurzfristigen, wie jedes Wochenende Spiel oder englische Wochen auch, müssen auch funktionieren. Und das macht einen dann stolz, wenn man das als Mannschaft schafft. Jetzt hat deine Karriere, wenn wir zurückschauen, so Anfang, Mitte 90er, schon mit einem absoluten Erfolg begonnen. Also das berühmte UEFA Cup Semifinale, in dem du Salzburg zum Titel geschossen hast oder zum Aufstieg geschossen hast. Wenn man so früh so einen großen Erfolg hat, ist das eher Fluch oder Segen? Weil einerseits erhöht es den Druck ein bisschen, den man vielleicht auf sich selbst hat oder der von außen kommt. Andererseits beflügelt es wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es eher beflügeln war, weil ich in einer Mannschaft groß geworden habe oder groß geworden bin, wo sehr viele Routiniers waren. Also ich war damals 19 und Herbert Weber war 38. Mhm. Also es war damals eine sehr routinierte Mannschaft, sage ich jetzt nicht alt, sondern routiniert. Und sie haben eigentlich auf mich, auf den, der eigentlich mit 19 in ein System eingeworfen worden ist, von Anfang zu funktionieren, haben sie mir eigentlich sehr viel unterstützt. Also es war eigentlich für mich sehr leicht. Und es war so, dass ich also auch von den Meisterschaftsspielen in den ersten vier Runden getroffen habe. Mhm. Und das, da meine ich doch, boah, das Profisein ist eigentlich ganz lässig, das ist eigentlich super, weil das ist immer ein Gefühl und jedes Wochenende gewinnt man. Und es war eine Euphorie. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut, dass es eigentlich so früh schon mit 19 funktioniert hat. Wie lange hat diese Euphorie angehalten? Wann war dann so der erste Moment, wo man sich gedacht hat, okay, es ist doch nicht alles Eitelwonne am Profisein? Oder gab es den Moment nie? Na schon, den gab es schon. Natürlich hat man als junger Spieler noch nicht die Konstanz wie ein älterer Spieler, auf gewisse Situationen sich vorzubereiten. Da glaubt man, das geht alles auf einer Welle. Aber der Einbruch war dann, sagen wir mal, im Herbst bald einmal nach 5-6 Runden, weil wir international gespielt haben. Und natürlich kommen dann wieder andere zum Zug. Aber wenn man nicht überheblich im Training ist und glaubt, man hat jetzt schon alles geschafft, dann wird auch wieder die Zeit kommen, dass man wieder zum Zug kommt, dass man wieder vom Trainer das Vertrauen kriegt und dass man dann wieder, wenn man an sich arbeitet, dass das dann wieder funktioniert. Was war für dich die große Faszination, Fußballer zu sein? Was war das Besondere für dich? Dass man eigentlich das, was man als Kind immer gern gemacht hat, vielleicht jetzt in den Staatlichen gestanden ist, dass man das zum Beruf machen kann. Die Nebenaspekte, die eigentlich interessanter werden, wenn man dann älter wird, dass man an der frischen Luft ist, dass man Bewegung macht, dass es natürlich auch finanziell ganz gut läuft, das kommt man in dem Alter noch nicht so in den Sinn.
sondern da ist eher der Spaß und die Freude daran, dass man das macht, was man eigentlich gern tut, mit den positiven Nebengeräuschen. Mhm. Jetzt hat deine Karriere primär als Spieler an zwei Standorten stattgefunden, also Salzburg und Graz. Was ist so der Ort, wo du sagst, okay, da bin ich zu Hause? Also das habe ich mit meiner Familie auch sehr lange und immer wieder über Jahre diskutiert, weil eben mein Elternhaus eben in Salzburg ist, in Anif, und meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben, und bis dahin war eben der Bezug zu Salzburg noch viel größer. Dass man mal 2-mal im Monat nach Salzburg fährt, am Wochenende, und Familienbesuch macht. Wir haben uns aber voriges Jahr im April entschieden, dass wir fix in Graz bleiben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Zuhause und die Heimat jetzt Graz ist. Ohne irgendwie geschwollen zu sein, dass man dort, wo das Herz ist, ist man zu Hause, und das ist die Heimat. Ich bin jetzt da in Graz und das ist die Heimat. Mhm. Und Graz eben, immer im roten Graz zu Hause gewesen, sozusagen immer beim GRK, auch verankert als Spieler und auch als Co-Trainer später. Wenn du so an deine GRK-Karriere zurückdenkst, die so irgendwann Mitte der 90er angefangen hat, bis 2007 mit Unterbrechungen gedauert hat, oder 2009, also relativ lang auf alle Fälle, wie hat sich der Verein aus deiner Sicht im Laufe dieser Zeit verändert und was waren so die größten Höhepunkte? Also der erste große Höhepunkt war, wie im Jänner 95 zum GRK gekommen bin. Trainer war da Hans-Ulrich Thomale. Und wir sind in dem Jahr aufgestiegen in die erste Liga. Das war eigentlich schon ein super Erfolg, weil es eben in Salzburg nicht mehr funktioniert hat. Da waren eben dann sehr arrivierte Spieler schon bei Salzburg. Da war es für mich eben dann doch sehr schwer zu spielen. Aufstieg und war dann noch bis Sommer 96, also ein Jahr in der ersten Liga. Hat super funktioniert alles. Also das war mein Highlight. Die Entwicklung vom Verein selber ist kann man ganz schwer. Da muss man, glaube ich, Stunden diskutieren. Mhm. Die Entwicklung ist, wenn man es jetzt einmal denkt, bis 2004, bis zum Meistertitel, immer sehr gut. Immer UEFA Cup, immer Zweiter, Dritter, Vierter, eben 2004 dann Erster. Mhm. Waren eigentlich sehr viele Höhen, und nach dem Abstieg und den Konkursen, so wie die letzten 5 Jahre das passiert ist, war es eben auch ein Wahnsinnsweg, dass man das wieder so geht und dass verschiedene Leute das Vertrauen bekommen, dass man längerfristig arbeiten kann, und da sieht man, wozu man fähig sein kann, wenn man Vertrauen hat. Und ich glaube, für Graz ist es super, wenn wieder 2 Vereine mal ganz oben sind. Mhm. Du hast Hans-Ulrich Thomale angesprochen als deinen ersten Trainer beim GRK. Welcher Trainer war es denn, der dich am meisten geprägt hat? Beim GRK oder in allgemein? Also ich sage, die jüngeren Trainer, so wie Herbert Weber, der in Salzburg noch einmal Trainer war, ab 1997 oder 98, und Walter Schachner, der 2002 zu den Roten gekommen ist. Weil da hat das zwischenmenschlich auch super funktioniert. Da hat trotz der Ernstigkeit am Platz die Freude funktioniert, und das war alles locker und das Vertrauen hat passt. Und das waren eigentlich 2 Trainer, die sehr für mich positiv waren. Mhm. Natürlich kommt es immer darauf an, wenn man viel spielt, ist man natürlich mit dem Trainer sehr zufrieden. Es war sicher ganz wichtig Otto Baric in Salzburg, der eigentlich eher auf die arrivierteren Spieler oder älteren Spieler schaut oder mit denen besser auskommt, weil sie eben schon geformt sind und nicht unbedingt jetzt erklären muss, wie man einen Pass annimmt, wie man ein Passspiel macht, sondern der setzt das voraus. Da habe ich schon sehr viel gelernt, dass man eigenständig dazu noch arbeiten muss, außer den 1 Minuten, was halt im Training passiert. Mhm. Warst du ein Spieler, so im Nachhinein, den du als Trainer, wo man als Trainer sagt, ja, den habe ich gern trainiert, oder warst du eher mühsam? Ich habe schon mühsam sein können, aber ich glaube, das ist bei jedem Spieler so, der sich vielleicht einmal ungerecht behandelt fühlt. Man sagt, warum spiele ich heute nicht? Ich habe die ganze Woche gut trainiert, ich habe das letzte Spiel auch gut gespielt. Und dann spielt man vielleicht nicht. Ich bin ein extremer Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm. Und da bin ich halt sehr schnell dann auf irgendwas anzuwidert, wenn das halt nicht so ist, wie man das vorstellt. Weil ich mir denke, dass ich recht habe. Mhm.
Was war so deine Rolle in der Kabine? Warst du jemand, der zu den absoluten Leadern gehört hat, der immer vorausgegangen ist, oder jemand, der eher für den Spaß zuständig war? Zweiteres. Also ich habe es in der Regionalliga dann die Kapitänschleife sehr gern und mit Stolz getragen. Aber ich habe das auch schon in der Bundesliga-Zeit noch gemerkt. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der gerne ganz, ganz vorne steht und Richtungen vorgibt und Sachen vorgibt. Das können andere sicher besser. Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben es eh schon ein paar Mal angeschnitten, diese Meistersaison anschauen, war das für dich eine Saison, wo du sagst, ja, da haben wir relativ schnell gewusst, die Richtung stimmt, da passt alles? Oder gab es manchmal im Laufe deiner Karriere auch Mannschaften, wo man sagt, okay, da hat es eigentlich noch viel besser gepasst und wir waren eigentlich besser, aber hatten das schlechtere Ergebnis im Endeffekt? Nein, ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass wir wirklich in der Meistersaison 2003, 2004 so ein Selbstvertrauen gehabt haben in die Mannschaft und jeder in sich selber und in die einzelnen Mannschaftsteile, dass wir, wenn wir in Rückstand einmal waren, das für uns überhaupt kein Problem war, wenn wir gewusst haben, dann kriegen wir halt 3-1. Also das war, da hat jeder und auch die Jahre davor, also wie der Schoko gekommen ist, glaube ich, haben wir ganz, ganz wenig Punkte gehabt und sind trotzdem noch Vizemeister geworden. Mhm. Und im Jahr nach 2004 sind wir wieder Vizemeister geworden. Also es waren diese 3 Jahre, sage ich mal, oder 2,5, 2,75 Jahre, extrem von Erfolgen, von den Wochenenderfolgen geprägt, dass wir eben gewusst haben, das wird schon irgendwie werden. Ohne dass jeder gesagt hat, nein, ich kann 10% weniger geben, die anderen werden das schon machen. Es hat, glaube ich, jeder probiert, an die 100% zu kommen, was natürlich nicht immer möglich ist, weil ab und zu hat man einen schlechten Tag. Aber es hat zumindest jeder probiert. Und das, glaube ich, hat diesen Team-Spirit in den 3 Jahren extrem ausgemacht. Gibt es irgendein Spiel aus der Zeit, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt? Von dem habe ich mir auch das eine oder andere abgeschaut. Mitspieler von mir, oder? Ja. Also beim GRK war ich eher schon mit den, sage ich jetzt einmal, Gleichaltrigen, wo man nicht mehr viel abschaut. Ja. Aber eher in Salzburg als 19-Jähriger zu den Älteren, so wie Pfeifenberger und Feiersinger, Konrad, Weber, Gaga, Fürst. Also die waren, da schaut man sich was ab. Beim GRK war ich dann eher schon mit 25, 27 einer, der eher auf sich schaut und eher bei sich selber von einem Video oder von anderen Sachen probiert, sie zu verbessern. Aber jetzt nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, ich schaue jetzt wie einer gut Kopf bespielt, weil das wäre durchs Zuschauen auch nicht erlernen. Wenn wir die Seite mal wechseln auf die andere Seite des Fußballplatzes, gab es so Gegenspieler, die dir bis heute in Erinnerung bleiben, weil sie entweder besonders stark waren oder besondere Krätzen oder es war einfach besonders lustig, gegen sie zu spielen? Ja, da gibt es schon einige, weil man auch mit einigen immer noch Kontakt hat. Also wie in Salzburg war der Böttcherkrieger als GRK-Verteidiger auf der rechten Seite sehr oft mein Gegenspieler. Aber in den Duellen selber kommt das nicht zur Sprache. Das ist eher im Nachhinein, dass man, wenn man drüber redet, sagt man, okay, du warst ziemlich ungut oder es war leicht zum Spielen. Schott Markus war sehr schwer zum Spielen. Rapid, Hiden Markus ab und zu rechts. Also das sind jetzt die 3, wo mir ad hoc einfallen. Aber jetzt nicht unbedingt als dass man sagt, das macht man nicht gern und ich spiele nicht gegen, weil der spielt nicht fair. Das war nicht immer, was im sportlichen Bereich war, das war es und das hat er nie was gegeben. Gibt es noch Kontakt heute mit anderen aus der Meistermannschaft? Gibt es irgendeine WhatsApp-Gruppe oder irgendwas, wo man sich noch, also aus der GRK-Meistermannschaft, wo man sich zusammenspricht? Ja, WhatsApp-Gruppe, außer sie haben mich nicht dazu genommen, weiß ich nicht, aber sonst Kontakt halt am meisten Böttcher Gregor. Aber das ist wahrscheinlich wirklich das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Trifft er leider zu. Ja gut, es war zu der Zeit, auch wenn man das jetzt noch so durchliest, diese Kaderliste, es war extreme Dichte in dieser Mannschaft. Also was dann teilweise doppelt besetzt mit Nationalteamspielern auf mehreren Positionen. Da hatten anscheinend viele noch Wege vor sich, die sie halt in unterschiedliche Richtungen geführt haben im Laufe der Karriere. Du hast deinen Weg dann aber beim GRK behalten. Du hast gesagt, passt, ich gehe den Weg mit dem GRK weiter, auch dann in die Regionalliga. Warum? Was war dieser Schritt, wo du nach dem ersten Konkurs, muss das gewesen sein, oder nach dem Zwangsabstieg auf alle Fälle gesagt hast, passt, ich gehe runter, ich mache das 2 Ligen drunter auch noch mit? Also ich
glaube mich daran zu erinnern, dass ich schon gesagt habe, wenn natürlich wieder ein Bundesliga-Angebot kommt, dann werde ich es natürlich nehmen. War aber trotzdem glücklich in Graz. Unser Sohn ist da in die Schule gegangen zu der Zeit. Also habe jetzt nicht unbedingt weg wollen, aber wenn was gekommen wäre. Aber in dem Alter ist es natürlich wieder schwierig. Und ich habe überhaupt kein Problem gehabt, dass es in der Regionalliga, dass ich in der Regionalliga beim GAK war und zumindest noch das eine Jahr oder die drei Jahre von 2007 bis 2009 noch gespielt habe, wo eben dann der Co-Trainer drauf gefolgt ist. Aber es war schon ein Ziel zu mir, dass es irgendwo anders sehr gut passen müsste, sonst bleibe ich in Graz. Okay. Was hat den, oder wie waren diese Momente für dich, der Zwangsabstieg und so weiter? War das der bitterste Moment in deiner Karriere oder gab es da bitterere? Nein, ich glaube, das war der bitterste. Außer man kann sich sportlich irgendwie was Adäquates vorstellen, dass man ein wichtigstes Spiel, irgendein Finale nicht gewonnen hätte. Aber ich glaube, dass solche Sachen, die einen ganzen Verein betreffen, wo es um Arbeitsplätze geht, wo es um sehr viele infrastrukturelle, um den Nachwuchs, um Kinder, um alles geht, dass das schon sind, also die schlimmsten Momente waren. Weil man auch die Zukunft auf einmal nicht mehr klar vor sich sieht, sondern nicht weiß, wie geht's weiter, was tut man. Das ist halt, ja, das ist nicht einfach gewesen. In der Zeit, aber bevor es dann der Verein auch irgendwann ganz zugesperrt wurde, war der GAK in der Regionalliga ja noch so sehr erfolgreich. Und die Saison, verglichen mit der heurigen Saison, wo der GAK in der Regionalliga auch sehr erfolgreich ist, kann man das vergleichen? Wie hat sich die Regionalliga entwickelt? Und wie steht der heutige GAK im Vergleich mit dem GAK von damals da, aus deiner Sicht? Also die Regionalliga-Zeit zu meiner Zeit war, glaube ich, in dem Sinn anders, weil jetzt eine ganz andere Euphorie herrscht. Jetzt ist Aufstieg, Regionalliga wieder vorne. Zweite Liga ist in Sicht. Damals war die Regionalliga der Abstieg. Also da war zwar die gleiche Liga, aber das ist, wie man sich halt die Latte. Komme ich von oben ab und bin frustriert, aber schaffe das Gleiche und komme von unten auf und bin rundum happy. Also das ist damals, also man kann es nicht vergleichen. Verfolgst du diesen Aufstieg regelmäßig mit? Wie nah bist du noch dran am jetzigen GAK? Leider nicht sehr nah, aber natürlich verfolge ich es jedes Mal, wenn in der Zeitung und Facebook und Live-Ticker natürlich. Das letzte Mal habe ich einen GAK gesehen, glaube ich, beim Freundschaftsspiel gegen Salzburg, wenn das sein kann, wo wir uns, glaube ich, sehen. Ja, wir haben uns gesehen, ja, gerade kann. Aber sonst leider noch nicht. Okay. Eine Frage kommt da auch, also wir haben eine Facebook-Gruppe, das Grazer Stadtclub-Gespräch heißt übrigens, an alle, die uns zuhören oder zuschauen, gerne beitreten und dort Hintergrundinfos zu unseren Stadtclub-Gesprächen erfahren und selber mitreden. Dort hat nämlich in der Gruppe auch jemand eine Frage für dich gestellt, der David, wenn ich mich richtig erinnere, ob es für dich denkbar wäre, irgendwann in irgendeiner Funktion beim GAK zurückzukehren. Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt seit viereinhalb Jahren LAZ Leiter in Weiz bin. Macht mir sehr viel Spaß und habe eigentlich mit dem Gedanken mich noch nicht gespielt, irgendwann wieder in welcher Funktion auch immer beim Verein oder Club dabei zu sein. Aber natürlich ist es immer so, dass man natürlich viele Leute kennt und man auch nicht immer nur telefoniert, wenn es um berufliche Sachen geht, sondern auch vielleicht um andere. Und wenn dann mal das Thema aufgegriffen wird, natürlich gerne. Also gesprächsbereit immer. Alles klar. Du hast es angesprochen, LAZ Weiz, ein Aspekt, aber entscheidende Frage, die sich wahrscheinlich der eine oder andere stellt, so im Gesamten. Was macht Martin Ammerhauser jetzt gerade? Wo stehst du in deinem Leben? Was tut sich so? Wie schaut dein Tag aus? Also bei mir ist das LAZ in Weiz, ich sage jetzt einmal, ein Fulltime-Job, obwohl wir nur einmal am Tag trainieren. Aber es gibt halt sehr viele andere Sachen, die man auch planen muss, weil es geht um 7:30 in der Früh los mit den Gesprächen schon am Telefon und weil immer irgendwelche anderen, ich sage jetzt nicht Probleme, aber Sachen sind, die man halt ausdiskutieren muss, dass mit Eltern reden, mit den Schulkooperationen, mit den Direktoren, mit Auswärtsfahrten, wenn man irgendwo hinfährt, zu koordinieren. Also es wird man nicht fad.
Und LAZ, du wohnst in Maria Trost, da gleich um die Ecke, und dein Leben spielt sich hier ab. Inwieweit bist du jemand, der sich dann auch abseits des Berufes noch mit Fußball beschäftigt? Bist du jemand, der dann auch noch am Abend zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, ja, jetzt gebe ich mir, weiß ich nicht, Europa League, Quali, dritte Runde, irgendwer gegen irgendwen, oder eher dann besser Fußball nur ausgewählt? Oder gar nicht? Nein, gar nicht, stimmt nicht. Also ich schaue mir schon sehr, sehr gern und sehr viele Spiele an. Aber ich bin eher auch so am Wochenende mehr, dass ich sage, zweite Liga, erste Liga, ab und zu die deutsche Bundesliga. Nicht jedes Wochenende, aber nicht so selten. Mhm. Zu deiner Zeit war es, glaube ich, Profi sein noch eine Spur angenehmer. Das, ohne selbst Profi gewesen zu sein oder zu sein, vermute ich das. Damals Zeiten ohne Social Media und so weiter. Heute wird doch alles verfolgt. Man wird, überall ist eine Handykamera in der Nähe. Ist das eine Entwicklung, die du auch so ähnlich interpretierst wie ich, also ähnlich negativ entwickelst oder interpretierst? Oder ist es eh gut, weil das damit für mehr Professionalität sorgt? Also das Letztere stimmt einmal sicher, weil man natürlich, wenn man das Telefon oder jede Kamera irgendwo, kann man halt sehr selten einen Schritt machen, dass man schon sehr genau aufpassen muss, was man redet, was man sagt, wie man ein Interview gibt, was wichtige Sachen sind, natürlich auch, wie man sich in der Öffentlichkeit benimmt. Und das war sicher zu unserer Zeit einfacher, weil man halt belanglose Sachen einmal sagen hat können, ohne dass man geschaut hat, ob man jetzt aufgenommen wird oder nicht. Mhm. Jetzt ist die Professionalisierung im Fußball sowieso sehr, sehr stark fortschreitend. Die Trainerteams werden immer größer, schauen schon aus, als wären sie bald eigene Mannschaft sozusagen. Es gibt immer mehr Experten, immer mehr Analysten. Eine gute Entwicklung aus deiner Sicht oder eher nicht? Eine gute Entwicklung ist es dann, wenn sich die Mannschaften aufgrund des Staffs besser entwickeln, als wenn das nur zu viert werden. Wenn sie nur zu viert werden. Also wenn die großen Mannschaften international, wenn der Headcoach nur mehr oder der Manager nur mehr auf dem Hügel oben steht und schaut, ob seine Trainer mit den jeweiligen Gruppen am Platz gut arbeiten, dann hat das schon sehr viel für sich. Ich habe aber auch sehr gern mögen, dass ich mit dem Haupttrainer sehr viel Kontakt habe. Also das war für mich immer sehr wichtig. Aber natürlich gibt es sicher die Waagschale, wo man abwägen kann, ob dieser große Staff, ob das eine gute Entwicklung ist. Aber wie am Anfang gesagt, ich glaube schon, dass es an den Erfolgen der Mannschaft zu messen sein wird, wie wichtig der Staff ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, weil man halt gerade in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt seit 10 Jahren ist oder noch länger, dass man gar nicht mehr so viele Geheimnisse von irgendwelchen Systemen hat, weil man natürlich in einem Bruchteil wissen kann, wie Japan, keine Ahnung, welche Mannschaft, welches System am Wochenende gespielt worden ist. Also die Schnelllebigkeit aufgrund der Social-Media-Sachen sind, glaube ich, schon sehr wichtig. Mhm. Jetzt ist eine weitere Entwicklung oder eine Kritik, die es immer wieder mal gibt, dass junge Kicker, die irgendwo in Ausbildungszentren und so weiter sind oder aus Akademien kommen, alle zu einem ähnlichen Spielertyp heranerzogen werden. Siehst du das auch so? Ist das ein kritischer Punkt? Geht Individualität flöten bei uns? Ja, das ist ein guter Punkt, weil das diskutieren wir LAZ-Trainer auch sehr oft. Also bei uns im LAZ oder bei jedem LAZ ist es ja so, dass das keine Mannschaft ist, sondern wir trainieren individuell mit den Spielern aus der Region. Die sind aber trotzdem bei einem Training in der Woche und sind trotzdem am Wochenende bei einer Mannschaft beim Verein. In den Akademien selber hat es eigentlich zu unserer Zeit auch schon geheißen, obwohl wie ich noch war, hat das BNZ geheißen, also Bundesnachwuchszentrum, hat es einmal geheißen, irgendwelche, sag ich jetzt einmal, ein Autowitsch oder früher vielleicht ein Küper oder wer, hätte es durch eine Akademie nicht geschafft, aufgrund, wie sie halt waren, als Typen. Mhm. Und diese Typen fehlen vielleicht. Aber ein anderes Beispiel ist Arnautovic. Weiß jetzt gar nicht, wo der, in welchen leistungsunteren Stufen, dass der nicht war oder war von Akademien und LAZ. Aber solche Typen braucht man auch in der Mannschaft, weil, ich sag, wenn so Stereotypen sind oder alle gleiche Typen sind, dann ist man erstens leicht auszurechnen. Und das gewisse Etwas, das glaube ich, haben schon die Spieler, die
aus dieser Gruppe rausfallen. Und deswegen ist es auch wichtig für einen Trainer, dass er diese soziale Eigenschaft hat, dass er diesen Spielern oder diesen Typ vom Spieler einen Freiraum gewährt, ohne dass es zu viel ist, dass die anderen Mannschaftsteile sagen, der darf alles und wir müssen. Das ist ein schwieriges und ein heikles Thema. Ein Thema, was die Entwicklung des Fußballs auch mitgebracht hat, ist immer mehr Athletik, auch immer mehr Körperlichkeit. Wärst du heute mit deiner Spielweise noch gefragt? Könntest du, wenn, vorausgesetzt, du wärst noch in dem Alter, wo du es auch wolltest, wärst du noch Bundesliga-tauglich? Erste oder zweite Bundesliga? Ja, machen wir erste. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin voriges Jahr, war mein Freund der Hütter, hatte zu Besuch in Graz und da sind wir essen gegangen und der hat gesagt, dass die Auswahlkriterien oder die Sichtungs- oder Scouting-Vorgaben sind, da war er noch in Bern, fast zu 90% auf Schnelligkeit, auf Spieler, die gewissen Speed haben. Wobei man natürlich sagt, in den Regionen, wo er ist, kann man auch davon ausgehen, dass sie technisch und taktisch sehr gut geschult sind. Aber nachdem die Schnelligkeit sehr schnell oder sehr rapide nach vorn kommt, dass es immer wichtiger wird, habe ich mir schon sehr schwer dann, weil in Salzburg auch immer der Langsamste. Echt? Ich habe die ja schnell in Erinnerung, aber vielleicht täusche ich mich. Die Flanken, ja, Flanken, genau. Also das Bild von dir ist, du am linken Flügel, Vollgas und dann Flanke. Ja, es hat einmal einen Trainer gegeben, also der Weber-Herre, der hat gesagt, weil sie Spieler gefragt haben, warum ich so langsam bin, laut Hundertstel Sekunden auf 10 Meter, auf 20 Meter, hat er gesagt, ja, aber mit dem Ball ist keiner schneller als er. Also das waren wieder die. Aber ich habe auch nicht viel tun müssen. Ich habe auf hohe Bälle gewartet, habe es probiert annehmen, einmal vorlegen und flanken und hoffen, dass vorne irgendeiner gestanden ist, der das verwertet. Also ich bin jetzt nicht der. Ich hätte mir zum Beispiel auf der rechten Seite, so wie ein Robben, der in die Mitte geht und mit links dann schießt, ich hätte das sehr lange gebraucht, dass ich dieses System adaptiere. Meine Sachen waren wirklich sehr einfach und stupide, ohne großes Anliegen auf Tore schießen, sondern auf der Seite was machen, probieren, irgendwie mit Körperbewegungen oder Körpertäuschungen vorbeizukommen und den Ball dorthin zu bringen, nicht einmal dort, wo er steht, sondern immer auf den gleichen Punkt und die müssen richtig laufen. Also das war eigentlich die Vorgabe von damals. Gibt es einen Spieler heute, den du gerne trainieren würdest oder sagst, boah, das wäre super spannend, mit dem zusammenzuarbeiten? Habe mir jetzt keine Gedanken gemacht. Es ist natürlich naheliegend, dass wenn ich Trainer wäre, da ist man sogar vielleicht aussuchen, dass ich vielleicht eh nur Spartentrainer wäre auf dieser Seite, wo ich eben am meisten gemacht habe. Und das war auf der Seite als Flankenspieler. Aber jetzt aktuell fällt mir jetzt keiner ein. Also Cheftrainer oder irgendwann Sportdirektor oder irgend sowas ist jetzt nicht in deinem klaren Karriereplan vorgesehen. Nichts für dich. Okay. Nein. Also ich habe mir wirklich seit den letzten 2-3 Jahren, seitdem das in Weiz als LAZ Ausbildungsleiter fix war, keine Gedanken über solche Sachen gemacht. Wir haben mit einigen deiner Kollegen gesprochen im Vorfeld und sie gebeten, uns Fragen zu schicken für dich. Und der Marco Berchtold hat das gemacht. Ihr habt zusammengespielt, wo er noch relativ jung war. Du warst schon bei den Arrivierteren dabei. Und er hat uns per WhatsApp-Sprachnachricht was geschickt. Ich spiele es dir mal vor. So. Hallo lieber Martin, Marco spricht. Erst einmal wollte ich mich bei dir bedanken, wie du vor Jahren auf uns Jungen beim GAK geschaut hast, wie du uns geholfen hast, wie du uns unterstützt hast, sowohl am Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Du hast uns gesagt, wie man den professionellen Fußball lebt, aber auch wie man Siege feiert. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, wie du das heute machst. Wie zeigst du heute deinen Spielern, wie Siege richtig gefeiert werden? Ja, nachdem es im LAZ leider so ist, dass man eben keine Spiele hat und die noch zu jung sind fürs Feiern. Aber natürlich, also es war in Graz beim GRK sehr oft der Fall, dass wir gewonnen haben und in Salzburg genauso. Und wir sind halt immer danach fortgegangen und es war teilweise im Rahmen. Und es war jeder am Montag wieder fit und am Sonntag beim Auslaufen auch. Fast jeder. Aber es hat immer funktioniert und die Erfolge geben mir ein Recht. Und
ich bin so ein Typ, der das eher gerne macht oder eher gerne gemacht hat, weil dieses um 10 zu Hause sein, da verliert man die Freude. Und wenn ich irgendwo die Freude verliere, dann mache ich es auch nicht gern. Das gibt genug Trainer, auch in meiner Karriere, wo das teilweise der Fall war, wo man nicht gern zum Training gegangen ist. Wo ich daheim gesagt habe zu meiner Frau, ich hoffe, dass das Training bald vorbei ist und ich bin bald wieder daheim. Da waren wir als Mannschaft auch nicht erfolgreich. Mhm. Auch über Monate und Halbjahr und fast ein Jahr. Und das war immer das Gleiche. Wenn ich daheim weg von bin und mir gefreut habe aufs Training, hat es vielleicht nach dem Training nur eine Stunde, eineinhalb Stunden mehr gedauert. Und das war dann auch ein Teil oder ein Puzzleteil von dem Erfolg, weil nicht immer nur zwei Spieler das gemacht haben, sondern 10 bis 15. Und das war eigentlich natürlich auch ausschlaggebend, Teambuilding auch im Training. Mhm. Das ist ein sehr schöner Spin für das Ganze, finde ich. Also es ist sehr, sehr praktisch. Übrigens, wir haben noch zweite, er hat noch was hinterhergeschickt. Das kommt auch noch von ihm, von Marco. Und kurzer Nachsatz. Da meine Nummer ja nicht verloren hat, der Martin, würde ich mich über einen Kaffee sehr freuen. Gut, da probiere ich noch mehr Teambuilding. Schaut aus. Okay. Das ist, glaube ich, ein Codewort. Neben mir sitzen bei so Gesprächen in der Regel aktive Kicker, die zu genau diesem Themenkomplex feiern, nichts sagen können, aus logischen Gründen. Es ist praktisch, dass du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Gibt es irgendeine lustigen Anekdoten, die bei Feiern nach den Spielen passiert sind? Irgendwas, wo man heute noch drüber redet, wenn man sich mit Kollegen trifft oder mit ehemaligen Kollegen? Es gibt schon, aber die weiß ich jetzt leider nicht. Ah. Nein, es gibt 100.000 Sachen, wenn wir uns wieder mal treffen oder wenn ich mit einem Kolmer noch Kontakt habe, irgendwie alle heiligen drei Zeiten. Da redet man sicher, wie lustig es war, wie lustig es man auf einem Trainingslager gehabt hat. Aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man gesagt hat, das waren Exzesse. Das war nicht mal, aber es gehört einfach dazu. Und es waren damals auch die jungen Spieler, die sich natürlich noch nicht so traut haben, wie ich damals in Salzburg auch nicht, aber wie ich dann gewusst habe, wie das die Älteren ab und zu noch am Spiel machen, haben gesagt, ja, wir sind erfolgreich und wir dürfen das. Ja, dann halt auch. Also deine Erfolge geben dir ja absolut recht. Also du bist wirklich bei beiden Vereinen immer, wenn es was zu gewinnen gegeben hat, warst du mit dabei. Also du hast echt viel Titel eingeheimst. Mehrere Cupsiege, mehrere Meistertitel. Hat funktioniert, diese Taktik. Schaut aus. Ja, also ich möchte mir so festhängen, dass nur an dem gelegen ist, aber wichtig ist, dass man das rundherum vom Platz und vom Spiel, vom Training, von 90 Minuten, dass man das auch so lebt, wie es jeder will. Mhm. Und wenn da eine große Gruppe dabei ist, dann macht das Sinn. Es hat teilweise Sachen gegeben, wo man extra für Teambuilding weiter wegfahren sind, ohne Trainer, Bus. Aber da hat man dann schon gemerkt, da ist eine Gruppe, haben wir gewusst, das funktioniert. Dann sind wir nach 3 Stunden wieder heimgefahren. Mhm. Also den Zweck nicht erfüllt. Okay, ja. Gerade in Zeiten, wo so Überwachung von Spielern auch stärker wird, wo man schon in der Früh irgendwie den Puls gut drauf tun muss und das dann irgendwie an den Trainer schicken muss und so weiter, ist das vermutlich eine noch immer wichtiger werdende Komponente, dass man auch mal eben den Puls gut runter tut und einmal einfach Spaß hat. Ich meine, wir haben auch den Puls gut oben gehabt, also speziell bei Trainingslagern, auch in der Nacht. Und speziell kurz nach dem Aufstehen wieder, weil halt spezielle Dinge überwacht worden sind, was auch ausgewertet worden ist auf Sportwissenschaft, auf seinem Laptop. Also mir haben solche Sachen nie was ausgemacht. Also ich habe jetzt mit dem kein großes Problem gehabt. Wenn wir jetzt zurückschauen zum GRK, der steht momentan an der Spitze der Regionalliga. Marco Rose, der Red Bull Salzburg Trainer, hat letztens gemeint, gehört unbedingt zurück in die Bundesliga. Ist das was du so unterschreibst? Und wenn ja, eben als ehemaliger Austria-Salzburg-Spieler, hast du ja auch miterlebt, wie dieser Sprung wieder zurück zur alten Glanz sozusagen auch ein bisschen in die Hose gehen kann. Was muss man denn beachten auf so einem Sprung in den Profifußball? Was glaubst du, was sind die Hausaufgaben, die unser Vorstand zum Beispiel jetzt machen müsste? Also ich bin sicher jetzt nicht der da irgendeine Lehrstunde abgeben kann oder wird, weil ich mich da zu wenig auskenne, wie es beim Wirtschaftlichen sein soll. Es gibt in einem Verein immer genug Leute, die das Wirtschaftliche oder die finanziellen Sachen, die Aufgaben machen. Und wenn man sich halt nicht zu weit aus dem Fenster hinaus lehnt und sagt, okay, wir haben zuerst einen Polster, dann können wir was ausgeben, dann können wir Spieler kaufen, dann können wir Stadion umbauen, dann können wir keine Ahnung was noch alles machen. Wenn sich das einigermaßen die Waage hält,
dann sollte das auch machbar sein. Noch dazu kommt ja immer das Lizenzierungsverfahren von der Bundesliga, das ja auch positiv ist. Also das sind, glaube ich, die ersten Alarmglocken, wenn das nicht funktionieren sollte, dass irgendwas nicht hinhaut. Mhm. Aber ich bin da nicht der, der einen Ratschlag geben kann, weil ich mir zu wenig auskenne. Wie siehst du so den Weg für den GRK, so als Beobachter, ein bisschen von außen, wie lang dauert es, bis diese Vision irgendwann wieder zurück in der Bundesliga Realität wird? Wie viele Jahre wird es jetzt entweder noch in der dritten Liga oder hoffentlich in der zweiten Liga dauern, bis man da wieder durchraufkommt? Auch das habe ich mit Freunden schon seit vor 2 Jahren diskutiert und ich habe immer gesagt, jetzt wird dann die Luft immer dünner und jetzt wird es vielleicht einmal 2 Jahre brauchen. Und die haben gesagt, nein, das geht jetzt durch. Die haben gesagt, ja, aber Regionalliga, also voriges Jahr, haben gesagt, in der Regionalliga nächstes Jahr, dann wird es dann schon nichts wieder durch. Also ich bin da mit meinen Prognosen also nicht der Beste oder kein Hellseher. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn es sofort wieder in der ersten Liga sind. Das haben wir wieder bei dem Wirtschaftlichen. Ich weiß nicht, ob sowas so schnell gehen kann, aber ich glaube nicht. Weil wenn das Wirtschaftliche parallel mit dem Sportlichen mitwächst, dann sieht man, dass das bei anderen Vereinen, dass das gehen kann. Aber ich bin ähnlich wie du. Also ich habe auch seit der Oberliga, habe ich jedem erzählt, nein, also jetzt kommt die erste Ehrenrunde, sie muss jetzt mal passieren. Aber nein, also besser so. Also ich bin selten so froh gewesen, mich getäuscht zu haben wie in der Oberliga und in der Landesliga und anscheinend jetzt in der Regionalliga auch. Wir haben ein schönes Segment bei uns, das wir eingeführt haben vor ein paar Episoden, dass immer der jeweilige Interviewgast dem nächsten Interviewgast, den er aber nicht kennt, eine Frage stellt. Unser voriger Interviewgast war der defensive Mittelfeldspieler bei uns, Sebastian Prattes, der eine Frage für dich hat und du kannst dir später eine überlegen für den nächsten Gast, den du nicht kennen wirst. Sebastian Prattes fragt dich, wie viele Punkte der GRK am Ende dieser Regionalligasaison haben wird. Und er hat ja Bedingungen dran geknüpft, wenn du mit deiner Schätzung plus minus 3 Punkte am tatsächlichen Einstand steht, dran bist, dann lädt er dich zum Essen ein. 51 sind es momentan. Neun Partien haben wir noch, okay. Hätte ich auch getippt. Ja, 70. Ja, spannend. Wir lösen am Ende der Regionalliga-Saison auf und möglicherweise kriegst du dann ein Essen vom Sebastian Prattes. Auch nicht unpraktisch. Ja. Gibt es eine Frage, die du für den nächsten Interviewgast hast? Was möchtest du wissen? Warum man nicht immer GRK-Fan war? Schön, bin gespannt, wer der nächste Gast ist. Und das wisst ihr was nicht? Damit. Nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich werde quasi immer hierher gesetzt und weiß es 3 Tage davor und dann sagst du mir, und bin aber gespannt, wer das sein wird. Und ob er ein GRK-Fan ist. Sehr, sehr spannende Frage. Abschließend darf ich dich bitten, bei uns in unserem Autogrammbuch zu unterschreiben, wie auch alle deine Vorgänger. Diese Seite ist für dich frei. Einmal bitte ein Autogramm. Irgendwann freut sich entweder das Vereinsarchiv oder irgendjemand für einen guten Zweck dafür. Wunderbar, danke vielmals. Bitte schön. Und danke schön auch fürs eifrige Fragen beantworten und fürs Rede und Antwort stehen. Gerne. Dankeschön euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte unbedingt weiterempfehlen und gern auch unserer Facebook-Gruppe, das Grazer Stadtclub-Gespräch, das findet ihr auf der Facebook-Seite direkt vom GRK, beitreten und mitdiskutieren für die nächsten Folgen. Bis dahin, gute Zeit, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Grazer Stadtclub-Gespräch. GRK, der Grazer Stadtclub.